Eine der schönsten Grünanlagen Düsseldorfs wurde bereits 1875 vom Benrather Hofgärtner C.A. Hillebrecht als Landschaftsgarten gestaltet und ein Jahr später als zoologischer Garten eröffnet, der Zoopark in Düsseldorf. Der Zoo war und blieb ein Zuschussunternehmen. 1905 verkaufte die Aktiengesellschaft Fauna der Stadt Düsseldorf den Zoo. Die Scheidt-Keim-Stiftung unterstützte den Kauf mit 500.000 Mark unter der Bedingung, dass die Anlage dauerhaft erhalten bleiben sollte. Im Ersten Weltkrieg wurde der gesamte Tierbestand vernichtet. Nach dem Wiederaufbau wurde der Zoo bis zum November 1943 erfolgreich betrieben, ehe das gesamte Zooviertel durch Bombenangriffe in Schutt und Asche fiel. Danach wurde der Aquazoo im Nordpark gebaut, der Zoopark aber blieb als Gartenanlage erhalten. Heute erinnert allein die Affenskulptur von Johannes Knubel an die ursprüngliche Bestimmung des Parks.